wir waren gerade mit auf dem Kanal. Ah, okay, gut. Alles auf dem Kanal. Okay, dann. So eine Mauer. Aha. Dattel und Ecken schicken Dortmund und mal im ganzen Ruhrgebiet Fans alle mal. Ja, ja. Mach ein großes Studio auf, schreib uns ein Zettel mit Namen drauf, bring deine beiden Jets. Von vorne. Ne, bring deine beiden. Was? Das ist der Tonwechsel hier. Das ist der Tonwechsel schon. Ach, warte mal, ich bin hier oben gewesen, muss runter. Wie schnell sag ich, können wir probieren? Guck, mach doch, sagt er, ne? Dann bin ich so zurückgegangen, ne? Sag ich, wie tief muss ich denn da gehen, ne? Ich wusste, mit jedem Zentimeter, den du tiefer gehst, wird doppelt so schwer wieder hochzukommen, ne? Und er ist nur so gegangen, ne? Dann bin ich ganz bis unten, bin hier unten, sag so, dann sagt er, ja, jetzt hoch, und ich, pff, so hoch, ne? Reingehangen, ne? Und dann guckt der Besitzer zu mir von dem Schüler und sagt immer, wofür habe ich jetzt 4.000 Mark gegeben? Dann sag ich, was hast du mich denn nicht gefragt? Ja, für 50. Ich hätte es für 50 gemacht. Und ich war niemand in dem Gebiet hier. Da waren ein paar Jungs, die da habe ich Respekt vor gehabt. Also das ist praktisch der. Der ist hier Arnold Classics ist auf dem anderen. Ja. Masse und Härte und Symmetrie. Das ist er und dann springen wir rüber wieder auf den. Und dann fangen wir an mit Bankdrücken, ne? Bankdrücken, Landmaschine, Tri, Squat. Das wäre besser, wenn wir da einen anderen Rhythmus nehmen. Das wäre besser, wenn wir da vielleicht darauf den Break machen, dass wir da das Haar nehmen zum Beispiel. Vielleicht sollten wir da bei diesem Haar ganz leise werden. Weil du zuerst das nicht. Wenn ich so. Ja, klar. Ja. Schon mal irgendwie Weltmeisterschaften bestreitet haben und die schon richtig bekannt sind, die können sich da messen mit den anderen Besten. Ne?
Da hat der Dennis die alle weggeschubbt. Er war der Beste. Habt ihr ja gesehen, die Videos von ihm? Mhm. Von 2007 auch, wo Mr. Olympia. Mhm. Da habt ihr, er hat gesehen. Er hat die gesehen. Beeindruckend. Monster! Wir haben mir nur so einen Livestream von seinem Workout reingezogen, da in Las Vegas oder wo der da ist. Das ist Bei der Eröffnung von Davids Studio werden wir erstmal gucken, ob Dennis saufen kann. Beine wie Baumstämme. Ja. Wie geht das hier? Muss das so schwer sein? Ne, das war gerade an deinem Gürtel. Ach so. Ja, ja, ja. Warte mal. Boah, das ist jedes Mal so eine Aktion. Ja. Gib mal die Gitarre auf. Boah, das ist ja... Ich war auch schon mal im Fernsehen bei RTL. Hat für mich auch so gekabelt. Die haben eine Situation hervorgerufen, die ich spielen sollte. Das hat denen so eine Angst gemacht. Hast du richtig gehört? Ohne Scheiß. Das ist auch schon 25 Jahre her. Okay, soll ich jetzt reinzählen? Ja, zähl uns mal rein. Warte, ich nehme die Brille, ist mal besser. Ist besser mit. Oder du machst ganz große Buchstaben, so ein. so eine Tafel. Schule, ja. Darf ich dich denn filmen, wie du trinkst? Ach, filmst du gerade? Ja, klar. Wieso? Das ist doch okay. Ja? Was trinkst du denn da? Wein. Ach, Wein. Mit Wasser. Oh. Und Williams Bier. Aber gut. Vorher. Okay. Und nachher. Kannst du dann noch spielen? Ja, du, das musst du mit einbeziehen, dass das, wenn mal was nicht stimmt, wenn ich nüchtern bin, geht das. Dann geht das. Okay. Jetzt habe ich, aber ich habe ja jetzt nur zwei davon getrunken. James, hast du? Kannst du gerne was bei mir machen, wenn du willst. Was trinkst du denn? Das gleiche. Schnaps. Das ist Wein. Da ist noch ein bisschen Schnaps drin, da schmeckt das ein bisschen besser. Kein Wein, ey. Nicht? Was denn? Nein, ich trinke das jetzt. Aber nicht so viel. Ach, trink nur, ja? Ein bisschen Wasser? Ein bisschen Wasser, ja. Müssen wir noch holen. Was ist denn da? Ist das Wein? Sladi, du trinkst ja wieder. Hast du schon was gefilmt? Ja. Nee, wir müssen alles nochmal wiederholen. Ja? Wir müssen alles nochmal machen. Also trink nicht so viel. Ich meine, heute schon wieder. Ich muss unbedingt noch zum Friseur, bevor die ganze Geschichte losgeht. Oh, ich eigentlich auch. Ich muss gestehen, ich bin jetzt ein bisschen nicht gerade fit. 4 Uhr aufgestanden, Stress gehabt, besoffen.